So, was haben wir denn hier? Hypercross Shootout. Oh la la. Schauen wir mal rein. Einmal auf Le Mans. Ihr nächstes Rennen findet in Le Mans statt. Das Austragungsort der 24 Stunden von Le Mans ist. Ja, und es steht auch dran, Gesamtstrecke. Das sieht ein bisschen weit aus. Da gibt es, glaube ich, eine richtig große Variante. Wir fahren dann, glaube ich, immer so eine kurze Variante oder so, keine Ahnung, so eine Art Formel-1-Variante oder so. Aber Formel 1 Le Mans gibt es, glaube ich, gar nicht. Bitte lasst mich jetzt nichts Falsches sagen, aber weil die Gesamtstrecke schon einiges größer ist. Oh, da bin ich mal gespannt. Vor allem dann mit so einer Hyperkarre. Vor allem, was für einen wir bekommen. Ich glaube, wir können ja nichts auswählen, sondern wir haben ein vorgeschriebenes Modell. Finden Sie heraus, welches Hypercar das schnellste in Le Mans ist. Puh, ja. Königsegg wäre ja schon mal geil. Der LaFerrari sieht okay aus, aber ganz ehrlich, gegen den Königsegg. Der P1 sind wir ja schon mal gefahren. War schon ganz cool. Aber deshalb würde ich mal sagen, der Ferrari zwischen McLaren P1 und dem Königsegg finde ich jetzt nicht so gut. Also nichts gegen den Ferrari, aber egal. Ich probiere einfach mal den Königsegg aus. Bei dem P1 hatten wir schon mal bei dem Überholrennen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Königsegg abgeht. Da vorne stand ein Ferrari, hinter mir irgendwie gar nichts. Belegen Sie den ersten Platz für 9200 Credits. So, na dann. Also sind aber alle drei dabei, oder? Okay, hätte ich jetzt den McLaren genommen, dann wäre einer im Königsegg als Gegner. Also geht aber auch ab. Dreht erstmal fett durch. So, dass der Ferrari so mithaltet? Oh, Entschuldigung, okay. Ich habe so das Gefühl, dass der Ferrari schon bedeutend von der Leistung ja schlechter ist wie der McLaren und der Königsegg. Deshalb wundert mich das gerade so ein bisschen. So, Gesamtstrecke, eine Runde auch nur. Okay. So, McLaren schon mal hinter mir. Alter, Ferrari zieht ja durch. Alter. Oh, driften gehen, auch gut. Okay. Ich bin schon mal so eine größere Variante von Le Mans gefahren, aber das sagt mir jetzt mal gar nichts. Ich hatte mal auf der PlayStation 1, ich weiß schon ewig, ja, gab es mal das Spiel, glaube die 24 Stunden von Le Mans. Da ist eine perfekte Kurve, super. Und da gab es eine größere Variante. Hier auf der langen Geraden war ich auch, aber der Anfang gerade, oder nach dem Anfang, da wo die eine Kurve geändert wurde, das hat mir jetzt auch nichts gesagt. Hier, die Gerade kenne ich eigentlich. Ja, siebter Gang, 360. Oh, Alter, was für eine lange Bremsstrecke. Sorry, ich war ein bisschen zu schnell. So, und dann kommt hier nochmal die nächste Gerade. Und weiter geht's. Ein bisschen verschrammt hier, aber naja. War dann ein bisschen schnell, kamen die Pfeile. Bisschen zu spät reagiert. Aber bei so einer Geschwindigkeit kommen die halt auch abartig schnell. Wir sind gleich wieder weit gekommen. Ah, das sieht da besser aus. Alter, weißt du, wie lange man da auch bremsen muss? Das ist schon ein bisschen krass. Jetzt haben wir 40, 50 Meter. Okay, geht eigentlich. Schon wieder eine perfekte Kurve. Auf der Strecke wäre es auch mal cool, so ein normales Rennen zu fahren. Weil ich glaube, die Gesamtstrecke kommt nur bei so Spezialevents. Wow, 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 das war... Oh, wird das was? Wird das was? Wird das was? Oh, nee, wenn ich so rutsch. Ja, wenn ich so wegrutsch auch noch. Mittendrin bin ich mal so ein bisschen hier gerutscht. Da war natürlich klar, dass es nicht ganz klappt. So, da vorne an dem Schild. Hier links kommt das Schild. So, ganz kleiner Drift noch mitgenommen. Aber die sind schon nah dran, gell? Also, ist es nicht so, dass ich den wegfahre.
schon etwas interessant hier. Und jetzt nochmal hier so eine schöne Gerade. Also wieso hätte ich hier bremsen sollen? Von dem Gashund ein bisschen vielleicht, aber bremsen nicht unbedingt. Okay, hier muss ich auch nichts machen. Oh, das könnte wieder ein bisschen eng werden. Das Üble ist halt, dass der so ein bisschen schwammig wird dann beim Bremsen. Und dann muss man ein bisschen ausgleichen und dann rutscht man noch mehr. Ist dann ein bisschen krass eigentlich. Vor allem dann so von 350 runter zu bremsen. Ist schon etwas übel. Oh, nicht in den Sand. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Der Ferrari probiert es einmal. Oh, jetzt müssen wir richtig bremsen einmal. Alter, nein. Ganz ruhig, Kollege. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen kurviger hier. Ich glaube, wir kommen auch langsam Richtung Ende. Ganz langsam. Wird zwar interessieren, wie lang die Strecke dann hier ist. Ist ja dann schon einiges. Ein paar Kilometer werden es sein. Alter, hier, die Reifen quietschen nur rum. Gibt's ja gar nicht. So, wieder ein bisschen gerutscht. Das kostet wieder ein bisschen. So, hier so eine ganz leichte Schikane einmal. Den nehmen wir mit. So, und hier... Ah, jetzt kenne ich es wieder. So, ja, oh, die sind schon ganz schön nah dran geblieben. Aber so perfekt bin ich halt auch nicht gefahren. Aber es hat gereicht. So, 16.000 sogar. Ja, wegen Fahrhilfen, Schwierigkeitsgrad und so. So, ein bisschen EP. Und hier Affinität Königsegg. Natürlich war ja unsere erste Fahrt hier. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Circuit de Prague statt. Die Strecke bietet eine malerische Kulisse und einzigartige Architektur. So, unser letzter Stopp auf der Europa-Tour einmal in Prag. Jetzt habe ich gar keinen Mod ausgewählt. So ein Grün, aber ja, egal. Wir fahren mal das Rennen und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hinkommen. So, wir haben wieder ein Riesenschiff dabei. Letztes Rennen mit dem kleinen, schnittigen Königsegg. Mit klein meine ich halt natürlich immer die Bauhöhe, weil die ja ziemlich flach alle sind. Und hier wieder so ein fettes Ding dabei. Ha, ich habe ein fettes Ding dabei. Oh ja. So, wir fahren diesmal wieder die normale Version hier. Links haben wir die Plakate. Da sind wir ja das letzte Mal durchgefahren. War das nicht gegen das Stick? Welches Fahrzeug hatten wir da? Auch was Fetteres. Also, vom Motor her. Glaube ich mal. War das das letzte Rennen? Doch, gegen das Stick. Aber mit was sind wir da gefahren? Ah, nee, dann war das nicht mit dem BMW M4. Das letzte Mal. Oh, ich wollte nicht bremsen, bin aber nur vom Gas gegangen, hat aber gar nicht richtig gereicht. Aber trotzdem Platz 6, come on, geht doch. Für die erste Runde oder hier die erste halbe Runde sieht es doch schon mal ganz gut aus. Moment, lass mich mal was probieren. Oh, das war ein bisschen zu viel. Okay, okay. Nächstes Mal werden wir vielleicht Platz 1 sind oder so. Muss ja auch ein bisschen auf den Verkehr aufpassen hier. Guck, schon bin ich wieder Platz 6. Alles in Butter. Nein, du bleibst hinten. Gibt's da gar nicht. Zur Seite. Alle weg da, bitte. So, meine Freunde. Alter, fahrt ihr gleich dagegen? Nee. Schon gedacht, der fährt gleich gegen den Pfosten hier, aber hat es doch noch gepackt. Ich finde, in Prag gibt es schon so ein paar coole Kurven zum Driften an sich. Aber ich will es halt auch nicht das jetzt machen, weil es schon ein bisschen Zeit kostet. Vielleicht nicht unbedingt Zeit kostet, aber so wie ich drifte bis jetzt. Weiß nicht, vielleicht gibt es da so ein paar Profis, die wirklich im Drift gewinnen. Ich weiß es ja nicht. Also ich werde meistens langsamer beim Driften dann.
so... Oh, come on, was bremst du? Wieso bist du auf Platz 2, wenn du so blöd hier bremst? Guck mal, der Platz 1 fährt einfach weiter. Weil der Platz 2 alle ausbremst. Wie ist er dann auf Platz 2 gekommen? Und da lupft's wieder die linken zwei Räder. So. Wir sind gleich in Runde 2 von 3. Gibt's also noch 2 Runden. Ah, der Platz 1 auch. Schon ein bisschen weggekommen hier von mir. Aber der Platz 2 hat da doch so ein bisschen, ja, gestört. Aber ich bin noch da, also immer noch hinter mir. Und so schnell bekomme ich die auch gar nicht weg hier hinten. Aber wir konzentrieren uns erstmal hier auf Platz 1. So, diesmal hier ohne gegen die Bande zu fahren. War jetzt auch ein bisschen einfacher, weil ich finde, wenn so viele da sind in der Nähe, finde ich, da fahre ich auch ein bisschen anders. Muss so ein bisschen drauf achten und so. Und das ist halt auch ein bisschen dann, ja, kann ich gar nicht so fahren, wie ich will. Zum Beispiel hier so gegen die Bande oder so. Ja, aber es wird nach hinten ein bisschen besser, nach vorne natürlich auch. Hier können wir mal gut aufholen. Hier bremsen sie meistens ein bisschen bei den ganz leichten Kurven, wo ein paar gelbe Pfeile sind. Oder hier außenrum. Was ich auch nicht verstehe, wieso man hier so gut aufholen kann. So, meine Freunde. Platz 1 bin ich ja schon mal. Und auch schon einen relativ guten Abstand. Oh, das war... Aber guck mal, ich kann eigentlich voll weit ausholen, oder? Kann ein bisschen nach rechts da hinten fahren. Ich will noch ein bisschen schneller fahren. Durch die Kurven. Aber guck mal, wie... Also das Rennen ist jetzt wieder relativ einfach, finde ich. Das vorherige, also jetzt nicht mit dem Königsex, sondern das davor auf Silverstone. Das war da schon ein bisschen... ein bisschen knapper. Der Drift war eigentlich nicht gewollt. Aber hier... Guck mal, hier gab noch eine ganze Runde. Ich habe jetzt schon... knapp 140 Meter gut gemacht. Also das finde ich schon manchmal ein bisschen seltsam. So die Sprünge von der Schwierigkeit her. Oder liegt es halt so ein bisschen auch an den Strecken. Weil hier ist ja auch ein bisschen einfacher. Oh, ich bin schon fast 200 Meter hier. Und ich denke jetzt nicht, dass es mehr hier groß sich was ändert. Dass mich hier jemand überholen will. Lauft der so an sich ganz gut. Sogar in der ersten Runde habe ich ja relativ viel überholt. Die Brote sind auch immer auf derselben Stelle, gell? Die fahren gar nicht, oder? Sind in der letzten Runde gar nicht drauf geachtet, aber ich meine schon, irgendwie ist immer ein Boot da. So, oh, jetzt aber richtig schön hier hoch. Jede Runde etwas besser. Ah, wir haben ein bisschen zu viel Gas gegeben. Dann meine ich immer so in den Kurven so, okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen langsamer, dann bin ich wieder ein bisschen Gas, dann ist es wieder ein bisschen zu viel. Na. Hätte besser gehen können. Aber, ja, ist ja nicht so wichtig jetzt hier. So, wir haben immer noch eigentlich einen guten Abstand, wo ich gerade ein bisschen langsam glaub fahre. So, oh, ja, halt ein bisschen langsam geworden. Sehr langsam. Und ich meinen guten Drift bekommen. Aber ja, am Schluss war er glaube noch ein bisschen zu weit. Ja, aber hey, ich komme nicht auf die 2000. Aber es scheint vielleicht auch vom Wagen her ein bisschen, vielleicht natürlich ein bisschen ein falsches Auto zum Driften natürlich. Aber ich finde den Brag jetzt relativ gut. Guck mal, jetzt drei, hat er irgendwie einen Unfall gehabt oder so? Jetzt habe ich ja noch hier 300 Meter. Wo ich jetzt die Drifts gemacht habe, dann ist schon wieder näher rangekommen.
Er ist wieder so weit weg an sich. Ich bin gespannt auf die nächste Tour oder auf die nächste Rennserie, wo es uns hin verschlägt, was so das Thema dabei ist, mit was für Autos wir fahren. Oh, hallo? Das war jetzt nicht geplant, aber egal. So, wieder ein Feuerwerk. Auch cool. Hier gibt es immer ein schönes Feuerwerk. So, was sind wir denn? Staffelmeister Silber. So, noch ein bisschen schön Credits bekommen. Fahrerstufe dauert noch ein bisschen. Dass wir wieder ein Los bekommen. So, wo geht's hin?